ist 15 Uhr und das heißt für Sie Top-Produkte exklusiv für Sie zum Spitzenpreis von nur 15 Euro. Hier kommt die 15-15-Show. Ja, und beim Glockenschlag war es wieder 15 Uhr und schön, dass Sie dabei sind, pünktlich wie immer zur 15-15 schon. Das heißt, die nächste halbe Stunde sind alle Produkte, die Carsten heute übrigens ausgesucht hat, für Sie, für diese Sendung auf gerade mal 15 Euro reduziert. Und wir haben ein wirklich abwechslungsreiches Programm heute vor uns, aber ja, machen wir es nicht so spannend. Ich würde sagen, wir beginnen gleich und es geht jetzt ums Geld. Es schlägt 15. Wir versuchen zu sagen, dann sparen Sie doch. Ja? So, und damit Sie vernünftig sparen können, möchten wir Ihnen so einen kleinen Anreiz geben, dass Sie das tun können. Das gilt natürlich nicht nur für die Erwachsenen, sondern ganz speziell auch für die Kinder. Denn wir haben hier eine sehr schöne und wirklich brauchbare Kombination aus einer Spardose, die übrigens ohne weiteres in der Lage ist, sogar zu zählen, wie viel Sie sparen. Häufig ist es ja so, dass man so ein Sparschweinchen hat, wo man dann so seine Münzen und so weiter reinschmeißt, aber gar nicht wirklich weiß, wie viel habe ich denn jetzt eigentlich schon zusammengespart. Besonders dann interessant, wenn man auf ein ganz bestimmtes Ziel hinspart, zum Beispiel ein neues Fahrrad, ein neues Skateboard oder etwas Ähnliches. Aber gleichzeitig haben Sie hier auch noch eine wunderschöne Nachtbeleuchtung und diese können Sie sogar in drei verschiedenen Stufen einstellen. Das wäre die schwächste Funktion. Dann hätten wir jetzt hier mal einen Moment. Ja, gehen wir mal hier, zack, zack. So, und das wäre die hellste Funktion. Das heißt, einfach mal als Nachtlicht aufgestellt, wunderschön gemacht, in einer Lichtstärke Ihrer Wahl. Das Ganze eben in Kombination mit einer Spardose ist einfach eine richtig coole Angelegenheit. Und damit Sie das Ganze auch nicht irgendwie mit einem Kabel verbinden müssen, wo vielleicht keine Steckdose ist, ist das Ganze akkubetrieben und hält entsprechend viele, viele Tage jetzt hier alleine von der Akkukapazität, wenn wir jetzt nur mal von der entsprechenden Beleuchtung ausgehen. Das Ganze natürlich direkt am Gerät einzuschalten oder noch komfortabler über die Fernbedienung. Und das Schöne ist, wir können das Ganze auch mal ein Stück weit simulieren, wie durch Zufall habe ich ein bisschen Kleingeld in der Tasche. Halt doch mal gerade die Spardose. Also sparen ist absolut in Merbe. Gibt es irgendwas, auf was du gerade sparst? Urlaub, Auto? Ja. Urlaub immer. Urlaub immer. Neues Pferd. Neues Pferd, Urlaub, egal was. Nee, so, also wir legen jetzt mal den Grundstock. Neuen Kleiderschrank. Neuen Kleiderschrank. Grundstock, 2 Cent. Einverstanden? Ich bin dabei. Ja. So, pass auf. So. Zeig mal her. Na, Moment. Zack. 2. 2. 2. Ich setze noch einen drauf. Mit. Weißt du, wie du mir vorkommst, Carsten? Wie der geizige schottische Onkel kommst du mir auf. Ja, okay, dann ziehe ich jetzt mal richtig einen raus. Pass auf. 10. Oh mein Gott. Das würde mir so lang sparen, ne? Okay, ich kann mir jetzt meinen neuen Kleiderschrank kaufen. Wo ist das Silber? Moment, 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 Moment. Damit du noch ein bisschen was für Sprit hast. Nochmal 10. Wow. Ja, so. Aber Kleinvieh macht auch Mist. Ja. Und man soll es manchmal gar nicht glauben, was in so einer Spardose alles zu finden ist. Ich habe letztens mein Spardöschen zu Hause mal geschlachtet. Da waren auch Euro-Stücke, 2 Euro-Stücke drin. Wenn mein Portemonnaie zu dick ist, nehme ich das Kleingeld und schmeiße das in mein Spardöschen. Da waren über 100 Euro. Wow. Ja. Wann gehen wir essen? Ja, ist schon verballert. Boah, der hat uns nicht mitgenommen. Hm? Er hat einfach für Urlaub wahrscheinlich gespart und am Ende. Aber gerade für Kinder, Jugendliche finde ich das toll. Nachtlicht braucht man sowieso und dann einfach nochmal als Sparbüchse. Und das gerade mal für 15 Euro. So in dieser Art habe ich es noch nie gesehen. Ich kenne Spardosen, ich kenne Nachtlichter, aber eine Kombination. Großartig, oder? Was ganz Außergewöhnliches. Vielleicht auch ein nettes Geschenk für die Patenkinder. Ich glaube so. Und dann natürlich schon ein paar Münzen rein. Bitte nicht so knausrig sein wie unser lieber Carsten gerade eben. Da darf ruhig auch Silbermünz rein. Ich kann das Zählwerk auch verarbeiten. Die Bestellnummer ist die ZX6459 und die 569 übrigens, wenn es knistert. Manuelles Zählwerk, man kann das auch zuschalten. Ja? Also wenn du jetzt mal 10 Euro reinmachst, kannst du auch mit Plus und Minus kannst du das also auch zuzählen. Na klar. So, also Geld gespart haben wir. Jetzt vielleicht nicht für den neuen Kleiderschrank, aber ja, schauen wir mal, ob es einen neuen Kühlschrank geht. Vielleicht ist es noch auch gar nicht nötig mit unserem nächsten Produkt. Es schlägt wieder 15. Zu diesem Artikel habe ich mich ein Stück weit inspirieren lassen durch ein stinkordinäres
Stück Camembert. Und wenn ich sage stinkordinär, meine ich das durchaus wörtlich. Auf Stink, oder? Man soll ja gar nicht glauben, wie so ein Käse im Kühlschrank vor sich hin müffeln kann. Bei mir war es ein Stück Camembert, der ein oder andere wird ein Stück Essrum gekauft haben oder so ein Stück Harzer Roller. Da weiß man ganz einfach, je mehr so ein Stück Käse stinkt, desto leckerer oder desto besser schmeckt er ganz einfach. Nur wenn man die Kühlschranktür aufmacht, ist das nicht gerade angenehm. Das bedeutet, Gerüche, aber eben auch mal Schimmel und dergleichen sind natürlich an keiner Stelle wirklich angenehm. Im Kühlschrank möchte man schon mal gar nicht haben, wenn man da natürlich seine Lebensmittel aufbewahrt. Was also tun gegen den Geruch? In dem Fall, in meinem Fall, von einem Stück Camembert oder vielleicht also auch von Modergeruch oder etwas Ähnlichem oder natürlich auch gegen Schimmelbildung. Packen Sie doch ganz einfach diesen, ja, sagen wir mal, Kühlschrankreiniger, diesen Luftreiniger in den Kühlschrank hinein. Viele kennen ein ähnliches Prinzip, vielleicht auch durch die Raumreinigung. Auch da wird mitunter also auch schon mal die Luft mit einem Gas angereichert, was ganz einfach Gerüche oder unangenehme Gerüche entfernt. Nichts anderes tun wir hier in klein mit einem Akku betriebenen Gerät im Kühlschrank selber. Das heißt, einschalten, in den Kühlschrank reinlegen. Das gute Stück ist entsprechend akkubetrieben und wird Ihnen lange zur Verfügung stehen. 15 Tage Laufzeit alleine jetzt hier einfach mal zu den Lebensmitteln in den Kühlschrank legen. Ob jetzt mitten rein, an die Seite, in ein Fach, in die Tür beispielsweise oder vielleicht sogar irgendwo anklemmen, ist völlig egal. Einfach nur in den Kühlschrank reinlegen. Und dann wird zum einen dieser unangenehme Geruch verschwinden und Schimmel, Bakterien, Keime und so weiter können sich bei weitem nicht so gut anhaften. Ich habe auch gehört, Lebensmittel bleiben länger haltbar. Da, auch das ist richtig, klar. Also, ja, also ich sage mal, wenn man weniger Keime, weniger Bakterien im Kühlschrank hat, ist es natürlich so, dass die Langlebigkeit von Bakterien einfach verlängert wird oder die Haltbarkeit von Lebensmitteln verlängert wird. Und wir kennen das, glaube ich, alle. Lebensmittel sind mittlerweile dann doch schon sehr, sehr kostspielig geworden. Sie wissen selber, was Sie für Ihre Einkäufe in der Woche bezahlen. Und deswegen ist es doch schöner, wenn man sie ganz einfach mal einen Tag oder zwei länger, also auch so frisch genießen kann, wie man sie bitte genießen möchte. Von der Bedienbarkeit ganz einfach. Einfach einschalten. Sie haben oben eine Anzeige, welche Funktion zugeschaltet ist. Und ich glaube, es wird wahrscheinlich in jedem Kühlschrank eine richtige Bereicherung sein. Wie gesagt, bei mir war es der Camembert. Vielleicht ist es bei Ihnen etwas anderes. Aber auch die Haltbarmachung quasi von Lebensmitteln ist ein großer Faktor in diesem Fall. Schön ist der Halteclip, man kann das wirklich im Fach, wo man, also ich habe da in diesem Fach immer Eier oder andere Kleinigkeiten, kann man es festklemmen, es nimmt also überhaupt keinen Platz weg. Offiziell der Name ist übrigens Ozongenerator, ja, also, aber Sie sehen, das ist sehr, sehr wirkungsvoll und kostet eben nur 15 Euro. Und ich behaupte mal, Nebeneffekt, Lebensmittel länger haltbar, da spart man schon viel Geld, weil wir alle möchten es zwar nicht, aber irgendwann muss man mal Lebensmittel wegschmeißen, auch wenn sie im Kühlschrank sind. So schwer wie es fällt, ne? Das wird hiermit wesentlich verzögert. Verhindert möchte ich nicht sagen, aber wesentlich verzögert. Die Bestellnummer für unseren Ozongenerator ist die ZX6469 und die 569 und hier und heute gerade mal für 15 Euro. Und glauben Sie mir, es rentiert sich auf jeden Fall. Keine Folgekosten, da Akkubetrieb. Akkubetrieb. Ja, und einmal alle 14 Tage mal wieder ans Ladegerät hängen. Ich glaube, das ist eine Stunde oder zwei. Übrigens reden wir die ganze Zeit von Kühlschrank. Könnte ich mir auch vorstellen für, ich sag mal, im Allgemeinen kleine Räumlichkeiten, im Auto oder mal im Schuhschrank. Kannst du das auch einsetzen? Ja? Sportschuhschrank wäre vielleicht bei manchen empfehlenswert. Also, jetzt haben wir Ordnung und auch gute Gerüche in den Kühlschrank gebracht. Jetzt bringen wir ein bisschen Licht, zumindest in manchen Stellen, ins Dunkle. Es schlägt wieder 15. Das, was wir Ihnen jetzt zeigen möchten, ist einer meiner ganz persönlichen Lieblingsartikel. Ich habe ihn mir gleich schon nach der ersten Präsentation, als wir den neu im Programm hatten, schon bestellt, weil ich ihn einfach großartig finde. Hast du einen Laptop, Merwin? Na klar. Du arbeitest viel mit dem Laptop, richtig? Ja. Hat dein Laptop eine Beleuchtung? Nee, nur den Bildschirm. Der leuchtet. Nur den Bildschirm. Ja. Das heißt, wenn du mal so in so einer schummrigen Beleuchtung, vielleicht mal abends oder was, oder bei schwachem Licht da sitzt. Das geht immer auf die Augen. Das geht auf die Augen. Ja? Ja. Meine Mutter sagte früher immer, mach dir ein zweites Licht, ansonsten verdirbst du dir die Augen. Und genau so ist es mitunter auch. Jetzt haben wir hier eine Beleuchtungseinheit, beziehungsweise eine Leuchtleiste für Bildschirme. Allen voran natürlich klar für Laptops gedacht, aber auch für jeden anderen Bildschirm wäre das Ganze denkbar, weil es ganz einfach nur mit so einer Art Wäscheklammerclip hier oben dran geklippt wird. Keine Angst, ist entsprechend isoliert, das heißt schön gummiert, dass man also nichts verkratzt. Und Sie sehen, dass man hier den entsprechenden Winkel jederzeit so einstellen kann, wie man es gebrauchen kann. Natürlich so ein bisschen runter ist die Tastatur perfekt beleuchtet. Das kann man jetzt hier mal sehr schön sehen. So triffst du die Tasten also auch mal bei etwas spärlicher Beleuchtung. So nach oben geklappt ist das Ganze natürlich auch mal ganz interessant, wenn du zum Beispiel mal einen Videocall machst. Ja, so ein Team-Meeting
oder vielleicht mal so ein Telefonat von Angesicht zu Angesicht führen möchtest mit dem Enkelchen oder mit Teilen der Familie. Vielleicht gefällt Ihnen das Licht nicht unbedingt. Sie möchten es ganz gerne ein bisschen dimmen, dann können Sie das tun über die entsprechende Fernbedienung, kabelgebunden hier am Gerät selber. Oder Sie können natürlich auch jederzeit gerne mal die Lichtfarbe verändern. Das hier ist ein eher schmeichelhaftes Licht. Wer es ganz einfach etwas greller haben möchte, kann natürlich auch auf diese Lichtfarbe umschwenken. Drei verschiedene Lichtfarben haben Sie hier zur Verfügung. Ich klippe sie nochmal eben durch. Ich glaube, gerade dann, wenn man diese Webcam-Telefonie oder sowas macht, ist das hier wahrscheinlich eine Farbgebung, die dann doch eher mal so ein bisschen in Richtung gerade frisch aus dem Urlaub kommen geht. Das Ganze wird per USB mit Strom versorgt. Das heißt, Sie brauchen einen freien USB-Slot oder vielleicht auch so etwas wie eine Powerbank, um das Ganze mit Energie zu versorgen. Dadurch, dass wir hier von Monitoren für einen Laptop bzw. von einem Computer sprechen, wird mit Sicherheit ein USB-Anschluss zu Ihrer Verfügung stehen, dass Sie das Ganze jederzeit mit Strom versorgen können. Knapp 28 cm breit und perfekt als Ergänzung zum Laptop oder zum Bildschirm im Allgemeinen. Ja, im Dunkeln auch hier fehlerfrei schreiben, das finde ich wichtig. Aber ich glaube, viele werden das begrüßen und vor allem den Preis. Auch hier selbstverständlich, wir sind in der 1515 Show, gerade mal 15 Euro die Bestellnummer. Hier ist die NX4792 und natürlich die 569 am Ende, weil nur damit bekommen Sie auch den TV-Sonderpreis. Beim nächsten Produkt kann ich sagen, habe ich mit Begeisterung zu Hause und meine ganze Familie mittlerweile auch. Was das ist, es schlägt wieder 15. Jetzt haben wir natürlich einen sehr, sehr interessanten Artikel für Sie. Das ist unsere Sitztruhe. Etwas, was wir Ihnen immer wieder gerne anbieten, weil es unglaublich praktikabel ist und für sehr, sehr viel Möglichkeiten sorgt, einfach mal sperrige Gegenstände vernünftig unterzubringen. Das ist unser Preisalarm. Sie wissen, ein ganz besonderer Artikel im Sortiment. Den bitte nur einmal pro Besteller ordern, aber lassen Sie sich dieses Schnäppchen bitte nicht entgehen. Eine Sitztruhe, die Sie mit bis zu 80 Liter Volumen befüllen können für all die Gegenstände, die vielleicht dann doch etwas sperrig bei Ihnen zu Hause rumfliegen. Ob das jetzt Bücher im Regal sind, wo man gar nicht mehr so wirklich weiß, wohin denn eigentlich damit. Ob das vielleicht auch gerade jetzt mal so ins beginnende Frühjahr die ganzen Winterklamotten und so weiter sind. Ob das Handtücher sind, Bettwäsche, alles Mögliche kann man dort unterbringen. Wie ist das bei dir zu Hause, Merve? Man ist doch mittlerweile dann doch eher etwas offener eingerichtet. Wo hast du deinen Stauraum zu Hause? Das ist gerade mein Problem. Also ich bin umgezogen. Ja. Und alle möglichen Dinge zu verstauen, fällt mir irgendwie schwer. Und ich habe auch so eine Truhe. Ja. Ich habe wesentlich mehr als 15 Euro dafür bezahlt. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, waren es 35. Und ich meine, man braucht immer Stauraum. Ja. Weil was hast du reingepackt, wenn ich fragen darf? Carsten. Entschuldigung, geht mich überhaupt nichts an. Also komm, alles, ich sag dir, bei mir ist die Bettwäsche drin. Also ich habe es im Schlafzimmer, aber meine Enkel haben es zum Beispiel im Kinderzimmer. Und ich will gar nicht wissen, was da alles reinfliegt, aber es sieht immer aufgeräumt aus. Ja, das ist genau wichtig. So ist es. Ja? Es ist auch noch praktisch. Ich meine, ich kann drauf sitzen. Ja, also ich habe so eine Bank an meinem Schminktisch. Weil ich habe in der Bank, ich kann es jetzt auch verraten, da ist ja nichts Geheimes drin, in der Bank habe ich dann so Lockenstab, Glätteisen, irgendwelche Schminksachen. Und dann sitze ich drauf, wenn ich mich schminke. Und wenn ich was brauche, kann ich einfach da rangehen. Das ist natürlich praktisch, ja. Oder? Ja? Was hast du für Material? Auch so ein Kunstleder oder ist es eher Stoff bei dir? Nee, es ist auch aus Kunstleder. Ja? Ja. Und gut abwaschbar? Mega. Also gerade am Schminktisch muss man den auch abwaschen können oder abputzen können. Ja. Und sieht immer noch gut aus. Ja, es passt ganz einfach. Wie gesagt, wir haben alle unsere sperrigen Gegenstände. Diana, du doch bestimmt auch. Wo hast du deine Handtücher alle? Ich muss dir sagen, das steht genau diesen, aber bei mir in weißem Modell. Und das steht bei mir im Flur. Ja. Das gibt es meine alle Instrumente. Das ist mein Werkstand in meiner Garage. Okay. Dort. Okay. Super für mich praktisch, weil natürlich ich habe keinen Platz. Ich weiß nicht, wohin. Das muss alles liegen. Das auch manchmal, Sie können nutzen wahrscheinlich für Mütze, für Schale, für Schuhe. Ich weiß nicht. Für Kinderzimmer ist perfekt und natürlich für Schlafzimmer, wahrscheinlich für Decken oder für so andere Bettwäsche und so weiter. Genial, wirklich. Also es macht wirklich Sinn. Gerade jetzt hat man doch so die ganzen sperrigen Sachen aus dem Winter. Allein zwei oder drei Daunenjacken von der ganzen Familie oder was, die kannst du dann irgendwo in den Schrank packen, da ist der ganze Schrank mit drei Jacken voll. Oder du legst sie mal hier rein. Schuhe, auch ein beliebtes Beispiel. Die ganzen Winterboots, die schweren Schuhe mit den dicken Sohlen und so weiter, die kannst du da super reinpacken.
oder einfach mal ins Kinderzimmer stellen. Ich behaupte mal so, die ganzen Spielsachen, braucht die da sonst gerne mal auf dem Boden fliegen, haben da ein super Plätzchen. So, wir sehen auf pearl.de knapp 38 Euro. Übrigens, das, was Merve vorhin gesagt hat, gilt auch für diese Truhe. Guter Sitzplatz, bis 300 Kilo belastbar. Oh, hallo, ja. Da haben wir also auch schon Tango drauf getanzt. Die ist unglaublich stabil. Jetzt für 15 Euro, bitte achten Sie drauf, es ist in dieser Sendung unser Preisalarm. Das heißt, maximal eine dieser Sitztruhen pro Besteller dürfen wir zulassen. Die Bestellnummer ist die ZX6235 und die 569. So, und Carsten weiß genau, dass viele unserer Zuschauer wirklich fast schon professionelle Heimbastler sind. Aber da sollte, gerade wenn man sich ab und zu mal an Umbauten traut, ein Utensil nicht fehlen. Was das ist, es schlägt wieder 15. Renovierungsmaßnahmen und so weiter sind ja eine schöne Angelegenheit. Und so manch einer ist dann vielleicht auch etwas versierter, wenn es um das Thema Elektrik geht. Ich weiß, Ralf, du kennst dich da sehr gut mit aus. Ich persönlich wäre damit völlig überfordert. Und wenn man vielleicht mal eine Steckdose in einem Raum versetzen möchte, wenn man vielleicht einen Anbau gemacht hat oder ganz einfach mal renoviert hat und so eine Steckdose dann neu verkabelt, selber verkabeln oder auch verkabeln lässt, heißt es nicht immer gleich, dass diese Steckdose auch dann so verkabelt ist, wie sie eigentlich verkabelt sein sollte. Und insofern macht es vielleicht Sinn, im Vorfeld, bevor Sie ein elektrisches Gerät anschließen, einfach mal zu testen, ob diese Steckdose denn auch so funktioniert, wie sie funktionieren soll. So zu machen und dann den Finger in die Steckdose rein, ist immer eine ganz blöde Idee. Ja, das macht man in der Regel einmal, danach weiß man, dass das wirklich eine selten dämliche Idee war. Besser wäre natürlich ein vernünftiger Steckdosentester, der die Verkabelung einer Steckdose testen kann, ob das auch alles so vernünftig und manierlich gemacht wurde, wie man das im professionellen Bereich auch bitte erwarten darf. Ich persönlich wüsste noch nicht mal, wie sieht das im Einzelnen aus, wo müssten die Kabel hin, aber das muss ich auch gar nicht wissen, weil mir hier dieses Gerät hervorragend anzeigen kann, was denn eigentlich hier defekt ist, wenn etwas defekt sein sollte. Und das Schöne ist, wir haben hier auch einen sogenannten, ich muss es ablesen, verzeihen Sie mir das, RCD-Test für den sogenannten FI-Schalter. Das ist der Schutzschalter, der dann immer rausspringt, wenn man eine Sicherung rausknallen sollte. Ja, das ist der Grund, warum man also immer den Keentop nicht aufsetzen sollte, einen Föhn in die oder einen Haartrockner in die Wand. Da passiert heutzutage nichts mehr. Richtig, dann seit den 80er Jahren ungefähr, Anfang 90er ist das Pflicht, aber oftmals ist der halt 20 Jahre in der Wohnung, du weißt nicht, ob der funktioniert. Ja, richtig, genau. Hiermit kannst du ihn testen, dann in dem Stromkreis bitte alle anderen elektrischen Geräte, empfindliche Geräte ausstecken, ein Knopfdruck und dann siehst du auch die Millisekunden, wie schnell das reagiert. Und gerade auch für Steckdosen. Ich meine, wenn man es weiß, ist es nicht schwer, es ist der Null, es ist die Phase, es ist der Schutzleiter. Wo kommen die hin? Ja, da wird es schon schwieriger, aber hier können Sie wenigstens schauen, ob Sie alles richtig gemacht haben und das ist auch für den Laien unglaublich einfach ablesbar. Ja, einfach nur einstecken und fertig. Du hast eine Legende hier vorne draufstehen. Das heißt, du siehst ganz genau anhand der Leuchtdioden, was passiert hier eigentlich und es wird dir genau erklärt, was ist da eigentlich Sache. Viele nutzen natürlich auch die Möglichkeiten eines Balkonsolarsystems, wie wir es häufiger im Programm vorstellen. Gerade im Solarbereich natürlich interessant, da wird eine Anlage entsprechend mit einer Steckdose kombiniert, um den Strom einzuspeisen. Auch da macht es vielleicht im Vorfeld Sinn, erstmal die Steckdose zu testen, gerade im Außenbereich, ob sie auch wirklich funktioniert. Klar, wenn jetzt die Steckdose jahrelang nicht benutzt worden ist und du weißt nicht, ob sie funktioniert, funktioniert vielleicht das ganze Balkonsolaranlage nicht. Ja, also richtig testen. Sie bekommen diesen Tester mit der Bestellnummer ZX8339 und der 569. Ich glaube, für jeden von uns Hobbyhandwerkern ist das ein wichtiges Utensil, um eben Fehler zu arbeiten. Aber es geht noch ein bisschen weiter. Es schlägt wieder 15. Jetzt haben wir was ganz Besonderes. Etwas, was wir immer wieder mal zwischendurch im günstigen Bereich anbieten, aber eben auch normalerweise an anderer Stelle im laufenden Programm immer wieder gerne sehen. Ich darf sie dir mal überreichen. Vielen Dank. Und dich gleichzeitig mal fragen, wie dir diese Lampe gefällt. Eine klassische Tischlampe, würde man sagen. Wäre auch mal als Nachttischlampe ganz interessant. Was sagst du? Sehr stylisch. Cool, oder? Cool. Ja, finde ich super. Also Lampen allgemein finde ich super, weil alles, was mit Licht, Beleuchtung und Ambiente zu tun hat, finde ich persönlich immer sehr schön. Ja. Also du bist nicht unbedingt der Mensch, der reinkommt und erstmal das große Licht im Wohnzimmer, also die Deckenleuchte einschaltet. Es gibt eine Regel, niemals das große Licht anmachen. Niemals das große Licht, immer die kleinen Lichter oder Teelichter oder Kerzen, aber kein großes Licht. Ja, genau. Und da ist sowas perfekt, vor allem warmes Licht. Und genau darum geht es. Ja, viele sagen natürlich, gut, jetzt habe ich mir eine Lampe gekauft, jetzt habe ich dieses kalte OP-Licht irgendwo im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer oder irgendwo anders
im Flurbereich beispielsweise. Das mag nicht jeder, völlig nachvollziehbar. Und deswegen haben Sie hier jederzeit die Wahl, welches Licht Sie einschalten. Ob Sie jetzt eher ein etwas kaltes Licht wählen, so wie hier, braucht man vielleicht gelegentlich mal für diverse Tätigkeiten. Wenn man sich die Nägel macht, wenn man was sauber machen möchte oder wenn man vielleicht mal konzentriert arbeiten will. Ich persönlich würde aber auch immer die etwas warmweiße Variante bevorzugen. Das Schöne ist, diese Lampe braucht noch nicht mal einen Stromanschluss. Das heißt, Sie brauchen kein Kabel. Strom braucht die Lampe natürlich, klar. Aber diese Stromversorgung erfolgt hier mittels Batterie. Und da wir hier von LED-Technik sprechen, ist mit einem Satz Batterien über viele, viele Tage, um nicht zu sagen über viele, viele Wochen mit Strom zu rechnen. Und Sie müssen sie noch nicht mal mehr einschalten, wenn Sie das nicht wollen. Denn diese Lampe verfügt im vorderen Teil über ein kleines Knöpfchen, das nennt man Bewegungsmelder. Das heißt, sobald Sie sich dieser Lampe nähern, auf eine Entfernung von 2-3 Metern, würde das Licht automatisch angehen und so lange weiter leuchten, wie dann eben Bewegung im näheren Umfeld passiert. Wenn Sie den Raum dann wieder verlassen, wenn Sie beispielsweise die Wohnung verlassen oder was, müssen Sie sich nicht darum kümmern, ob das Licht jetzt ausgemacht worden ist oder nicht. Das geht dann völlig automatisch aus. Ich persönlich finde die Lampe wunderschön, gerade so im Eingangsbereich, im Flurbereich. Ja. Wenn ich abends nach Hause komme, ist es in der Regel noch dunkel, es ist auch dämmerig. Und ich persönlich mag es nicht so gerne, in so eine dunkle, kalte Wohnung zu kommen. Ich finde das immer schöner, wenn ich reinkomme und zack, geht so schönes, warm, weißes Licht an. So nach dem Motto, herzlich willkommen zu Hause. Schön, oder? Dass du endlich da bist. Ja, ja, wo warst du so lange? Warum kommst du so spät und warum hast du eine Fahne? So, nee, das kann sie nicht. Oh, warte ab. Das kann sie nicht, aber doch zumindest ein schönes, gemütliches Licht produzieren. Das kann sie, oder? Also ich finde es auch voll toll. Vor allem für mich ist das auch ein bisschen Retro-Look. So diese Lampenschirme, 50er, 60er, 70er Jahre war das absolut in, ist wieder im Kommen. Top aktuell. Top aktuell. Retro wieder. Ist angesagt. Ja, und kommt ja alles wieder. Aber jetzt halt modernste Technik. Entweder Dauerlicht, wenn Sie es brauchen, oder Bewegungssensor. Ich finde das auch sehr sympathisch, dass wenn du heimkommst, dass du im Flur nicht das Licht anmachen musst, genau, sondern wirklich die Lampe geht an und sagt im Prinzip herzlich willkommen. Schön, dass du zu Hause bist. Ja, das andere kann sie Gott sei Dank nicht. Da sind dafür dann andere. Haben wir ja die Freundin, ne? Da sind dann andere Instanzen dafür zuständig. Aber diese Lampe, wunderschön, dürfen Sie auch wieder bis zu 5-mal bestellen, wenn Sie das möchten. Vielleicht auch eine nette Geschenkidee. Die Bestellnummer ist die NX5737 569. Und jetzt weiß ich, dass sich viele auf die Gartenzeit freuen, aber noch mal ganz kurz, ich habe neulich mit einem Gärtner gesprochen, wer Tomaten anpflanzen will, der sollte das genau jetzt tun. Anzüchten und dann in 1-2 Wochen raus. Und da haben wir genau das Richtige für Sie. Es schlägt wieder 15. Also eine leckere Tomate oder zwei, mal so Tomate, Mozzarella oder mal in so ein Salatmädchen reingeschnippelt oder sowas. Ist was Feines. Magst du Tomaten? Ich liebe Tomaten. Ja, also siehst du? Da rennen wir ja bei dir offene Türen ein hier mit diesem Teil. Kaufst du sie oder züchtest du sie selber? Sowohl als auch. Also ich kaufe sie, bin da aber sehr wählerisch und meine Eltern bauen Tomaten an. Ah, habe ich den richtigen Fachmann erwischt hier. Ja. Wie machen die das? Ja. Haben die ein kleines Gärtchen oder so? Die haben im Schattenbereich sich so einen kleinen Bereich hergezaubert und meine Mama hat auch so ein Gestell gekauft. Aber A war es wesentlich teurer und B hilft es wirklich. Ja, ja. Tomaten sind Rankenpflanzen, genau. Das heißt, die wachsen quasi nach oben. Wenn man sie nicht unterstützt mit irgendeinem Gebilde oder mit irgendeinem Gestänge, dass sie nach oben wachsen können, wachsen sie im Prinzip auf dem Boden wild umher und das führt dazu, dass sie im schlimmsten Fall sogar verfaulen. Jetzt haben Sie hier eine Rankhilfe und zwar eine gut ausgestattete Rankhilfe mit einer Bewässerungsmöglichkeit im unteren Teil, locker 2,5 Liter Wasser fassen da rein, 11 Liter Fassungsvermögen alleine für die Pflanzenerde und reichlich Platz nach oben, nämlich auf eine Höhe von ungefähr 1,50 Meter, um ordentlich zu wachsen und ordentlich zu ranken. Und ich darf an dieser Stelle anmerken, alles das behaupte ich jetzt einfach mal, Sie werden es wahrscheinlich besser wissen, wenn Sie es machen, wie Merves Eltern hier, alles das, was man selber anpflanzt, ist natürlich ein ganz anderes Kaliber. Wenn ich Gemüse oder Obst kaufe, weiß ich nie, ist es gespritzt, wo kommt es her, schmeckt es überhaupt und vor allen Dingen habe ich festgestellt, Tomaten können auf Deutsch gesagt ein Schweinegeld kosten, oder? Dann doch lieber mal selber, dann weiß ich, was ist drin, ist dann Düngemittel drin oder sonst was, sind die gespritzt oder nicht? Und das, was Merve gesagt hat, welche Tomaten, du kannst auch welche kaufen, die bestehen gefühlt wirklich nur aus Wasser. Das Wasser schmeckt auch so dann, ja. Hier hast du sie selber gezogen. Und nochmal, es ist jetzt im April genau die richtige Zeitpunkt. Wir haben das gerade auf der Fensterbank gesehen. Ja. So Anzucht, bis es wärmer ist und dann Anfang Mai raus in den Garten. Ja. Und dann wird man profitieren. Also wir haben was ganz Ähnliches auch vor 2 Jahren genommen. Ein Stück und wir sind ja 3 Personen bei uns. Ja. Ja.
wir haben die Tomaten nicht gegessen bekommen. Es war unglaublich. Du kannst dich nur noch von Tomaten ernähren. Ja, ja, du kannst oder? Ja nicht nur noch jeden Tomaten Tag essen. Tomaten. Aber ja, sie schmecken ganz anders. Das ist ein Problem. Wenn du eine Tomate nehmen kannst, dann kannst du eine Tomate reinbeißen wie in einen Apfel. Ja, und das schmeckt natürlich auch entsprechend. Dann, glaube ich, hat man alles richtig gemacht. Was Sie dafür brauchen, um Tomaten vernünftig anzupflanzen, ist diese Rankhilfe. Wenn Sie sagen, oh, ich möchte ganz gerne auch mal ein paar Tomaten mehr machen, dann bestellen Sie gleich mal 2, 3 Stück davon. Auch für andere Rankenpflanzen super geeignet. Und ich glaube, das ist mal eine Hilfe, die jeder Hobbygärtner sehr gut braucht. Ja, ein Pflanzturm bzw. eine Rankhilfe speziell für Tomaten für 15 Euro. Das ist ein super Preis. Die Bestellnummer ist die NX3156 und die 569. Wir sind schon fast am Ende unserer 1515 Show. Aber ein Highlight fehlt noch und jetzt komme ich auf meine Kosten. Es geht um Spielzeug. Es schlägt noch einmal 15. Mal ganz kurz von Dassel in Niedersachsen nach London in den Alley Pally und ich sage 180, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also 180, da gibt es so manch einen, der das deutlich besser kann als ich. Es geht um Dart und Ralf und ich sind große Dart-Fans. Dart-Weltmeisterschaft jedes Jahr so um die Silvesterzeit ist ein absolutes Muss. Ja? Und ich habe überlegt, ob ich Ralf mal die Frisur von, wie heißt der, Stephen Wright? Der mit dem grünen Irokesen, der über die Schlange... Ich glaube, das wäre bei dir einfacher, diese Frisur hinzubekommen. Wir können das gerne mal probieren. Nein, das lassen wir bleiben. Wir spielen aber trotzdem Dart nur. Wir spielen jetzt bitte mal Dart, nicht mit klassischen Pfeilen, mit so einer Edelstahlspitze dran. Denn wenn da mal was daneben geht, dann haben sie schnell mal Löcher in den Wänden oder in der Tür. So wie ich spiele, kommt das... Fällt auf neuem Holzboden. Oder aber auf dem Holzboden, im Laminat und so weiter, die Löcher drin. Das hier sind Magnet. Darts sozusagen. Also da sind keine Spitzen dran, die sind magnetisch gemacht. Die Scheibe fängt das entsprechend auf und sie haben genügend Pfeile, um das Ganze zu spielen. 6 rote und 6 gelbe. So, und auf geht's. Ab an die Scheibe. Wie weit muss ich Abstand halten? 2,30 Meter oder so? Ich halte die Scheibe und du wirst. Ja, spielst du auch Dart? Ich versuch's manchmal, aber ich mache eher Löcher in die Wand, als dass ich die Scheibe treffe. Machen wir's mal im Sitzen. Du, aber das ist natürlich schön auch für ein Kinderzimmer. Für Kinder absolut ungefährlich und auch ungefährlich für die Tapete, für die Wand. Abstand eigentlich, ne? Ja, auf die Triple 20. Wir stehen machen. Ja, so, okay. Achtung. Und mach dir zwei. Das könnte jetzt aber auch richtig peinlich werden, ne? Ich bin gespannt. Was ist das? Das ist dein Schuld, Carsten. Hast du das gesehen? Der hat die Scheibe weggezogen. Du hättest noch viel mehr geworfen. Es erfordert natürlich auch hier ein bisschen Übung. Ein bisschen Übung gehört dazu. Ja. Aber das ist ja überall im Leben so. Aber ich glaube, das wird ein Riesenspaß für die ganze Familie. Und vor allem gefahrlos. Das ist wichtig. So, jetzt du weißt, du weißt aber, die höchste Zahl ist weiter oben, Merve. Oh, scheiße. Nein, auch nicht da. Guck mal, das grüne Feld. Triple 20. Bei der 20, das grüne Feld. Da? Ja, ganz genau. Das ist das höchste. Wow. Das ist 60. Ja. So, jetzt Achtung, ich hab gewonnen. Jetzt kommt Carsten. Moment. Das 60er hast du schon blockiert. Der hat 40? Ich glaube, Carsten hat das ganz oben. Ich habe die Scheibe getroffen. Das ist doppelt. Ja. Das ist eine Triple 10. 30. Und den können wir noch auf 2 lassen. So, wir werden das noch eine Weile weiterspielen. Sie gehen spätestens jetzt bitte ans Telefon und holen sich diese magnetische Dartscheibe. Einfach aufhängen und losspielen, ohne dass irgendetwas kaputt gehen kann. Weder der Boden, noch die Wand, noch die Finger. Kinder, die Bestellnummer ist die NX9694 und die 569. Ich glaube, ihr habt heute viele, viele Highlights in der 1515 Show. Mein Highlight ganz klar, die magnetische Dartscheibe für 15 Euro. Aber ich glaube auch für den Kühlschrank hier, unser Ozongenerator ist schon sehr stark nachgefragt. Probieren Sie es einfach mal aus, wie vieles bei uns. Diese Möglichkeit haben Sie ja bei dem Sonderpreis von 15 Euro. Also ran ans Telefon und dann viel Spaß mit Ihrem neuen Produkt. Viel Spaß.